Sie war am anderen Ende der Welt und lebt jetzt auf der kleinsten ostfriesischen Insel ihren Traum. Sie macht Geld mit Möwenschiet. Sie hasst frühes Aufstehen, trotzdem macht sie es jeden Tag. In den Sommermonaten beginnt der Arbeitstag von Britta Geisersteg um 4 Uhr. Morgen ist Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen. Dann wird es so richtig voll auf der Insel. Ja, das bedeutet, dass jetzt Stress angesagt ist, dass viel Arbeit angesagt ist und dass endlich Geld reinkommt. Weil der Winter ist so lang, dann nehmen wir ja nichts ein. Und das Schlimme ist halt nur, wenn ich bei NRW-Ferien anfange, dass es auf einmal einen Sprung nach oben macht. Man meint immer, man ist so darauf vorbereitet. Jedes Jahr das Gleiche. Du bist geschockt, auf einmal, puff, macht das dann. Aber so muss das auch sein, wir leben von den Touristen. Das ist für uns wichtig. Britta ist auf Baltrum geboren. Ihr Vater war 40 Jahre lang der Inselbäcker. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Heute hat die Inselkonditorin besonders viel Arbeit, denn sie macht nicht nur Torten, Kuchen und Pralinen, sondern auch noch 22 Stutenbrote. Das gibt's nur einmal in der Woche. Auf Vorbestellung donnerstags. Und das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Das hat er mir noch, bevor er verstorben ist, mir noch gezeigt. 1-2 Saisons. Ich habe immer gedacht, das packe ich nie. Er hat sich das immer gewünscht, dass ich das noch lerne und auch für die Gäste mache. Weil die Stammgäste, die die ehemalige Bäckerei Geiser noch kennen, immer danach gefragt haben: Britta, kannst du mal das Brot von deinem Papa noch machen, lernen? Ja. Und jetzt habe ich das so übernommen. Und das wird so gut angenommen. Die Leute freuen sich und ja. Im Jahr 2000 musste die alte Bäckerei schließen. Ihr Bruder konnte das Erbe ihres Vaters nicht mehr weiterführen und hat aus den Räumen der Bäckerei Ferienwohnungen gemacht. Ich denke dann intensiv an ihn. Und wenn mir dann auch noch ein Fehler passiert, dann denke ich, oh Papa, wenn du das sehen würdest, du würdest nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist für mich sehr intensiv immer noch. Die Inselkonditorin hat sich im Keller ihres Wohnhauses eine neue Backstube eingerichtet. Sie musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Eine Erdbeer-Mascarpone-Schnitte mache ich heute. Und dann muss ich Erdbeeren schnippeln. Ja. Wollen die Leute ja auch, wenn Erdbeerzeit ist. Aber die sehen dieses Jahr nicht so gut aus, die Erdbeeren. Ja. Britta hat viele Jahre auf dem Festland gelebt und ist erst 2008 zurück auf die Insel gekommen. Da gab es die Bäckerei ihres Vaters schon nicht mehr. Baltrum ist die kleinste der 7 ostfriesischen Inseln. Gerade mal 500 Menschen leben hier. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens, oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nee. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt. Und dadurch, dass ich früh aufstehe und auch früh ins Bett gehe, Thomas ist eher so ein Nachtmensch. Er geht auch gerne weg, auch sehr gerne unter Leuten, unter Menschen. Ich weniger, ich genieße die Ruhe. Und, aber damit leben wir. Man muss sich ja nicht immer umgucken und jeden Morgen, wenn ich hier auf die Terrasse gehe zum Frühstücken, dann denke ich, alles ist genau so, wie es sein soll.
Britta und Thomas haben ihre alten Jobs aufgegeben und ihre eigene und drei Ferienwohnungen komplett renoviert und dafür einen hohen Kredit aufgenommen. Ich habe es schon ab und an bereut, das gebe ich zu. Aber ich möchte die Natur, das Einfache möchte ich nicht vermissen. Was ich vermisse, ist halt einfach mehr dieses geregelte Leben oder dass wir mehr zusammen sein können. Das ist das, was mich ärgert zum Teil, aber das andere überwiegt, das Positive. Thomas arbeitet inzwischen vormittags in der einzigen Bank auf Baltrum. Ein Stückchen Sicherheit. Eigentlich hat Britta es nicht so mit Brot und Brötchen. In ihrer Konditorei gibt es nur süße Sachen. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn es so klebt und so. Also wenn ich da bei meinem Papa in der Backstube geholfen habe, hat er mich immer in die Ecke geschickt, wo die Teigknetmaschinen waren. Und wenn er solche Bottiche, dann muss ich mir das Teig rausholen. Das klebt alles. Und die Brötchenform und so, überhaupt nicht. Aber das ist noch okay. Das mache ich noch gerne. So. Die Backstube im Keller des Hauses haben Britta und Thomas direkt bei der Renovierung mitbauen lassen. Britta hatte schon immer den Traum, ihre eigene Konditorei auf der Insel zu haben. Viele Möbel und Maschinen stammen noch aus der Bäckerei ihres Vaters. Trotzdem ist Britta schon immer ihren eigenen Weg gegangen. Mit 16 Jahren hat sie Baltrum verlassen und die Lehre auf Norderney gemacht. Seitdem hat sie in Hamburg, Hannover, England und sogar Neuseeland gearbeitet, bevor sie zurück auf ihre Insel kam. Inzwischen ist sie 47. Das sieht aber sehr dunkel aus. Ja, aber das ist zu dunkel geworden. Papa würde jetzt meckern. Oh. Aber hier fragen die Leute im Laden auch, möchten lieber was Dunkleres oder es geht immer. Die Rohr ist kein Problem. Schmecken tut's ja genauso. Vor 6 Jahren ergab sich dann die Möglichkeit, einen kleinen Laden auf der Insel zu mieten. Britta nutzte die Chance und konnte sich endlich als Konditorin selbstständig machen. Seitdem backt sie jeden Morgen alles frisch für ihr Knusperhuske, wie sie die Konditorei getauft hat. Britta ist seit ihrer Kindheit schwerhörig und muss Hörgeräte tragen. Deshalb steht sie in der Hauptsaison nicht so gerne selber im Laden, zu voll und zu hektisch. Die Warenlieferung per Fahrrad von der Backstube in die Konditorei übernimmt sie aber jeden Morgen selbst und schaut im Laden nach dem Rechten. Im Knusperhuske gibt es Torten, Kuchen, Pralinen, Schokolade, Kekse und schönen Schnickschnack. So, das ist mein Traum. Das ist alles, was ich gerne machen wollte und es wird alles so gut angenommen, also hätten wir nicht gedacht. Auch ich habe gedacht, machst du nur ein paar Pralinsorten, machst du so einen Spaß nebenher. Nein, ist es gar nicht so. Die werden echt gut verkauft und angenommen. Und das freut mich. Freut mich sehr. Und wenn ich dann auch mal selber im Laden stehe, in der Vorsaison, dann merke ich das auch, dass die Leute immer wieder Komplimente machen. Das stärkt dann auch wieder. Man hat ja oft den Gedanken, wofür machst du das eigentlich, dieses frühe Aufstehen? Und, aber wenn, dann merkt man das. Nee, ganz toll. Der Sturm hat wieder ein paar Blumen kaputt gemacht. In irgendein Gas war sehr voraussehbar. Hat das zur Seite gestellt. Oder ein Insulaner. Schade.
kann ich gleich mit nach Hause nehmen. Eigentlich hatten wir noch einen Kübel. Alles weg. Ein Schild haben wir ja auch stehen, ist weg. Alles durch den Sturm. Aber damit müssen wir rechnen, ob bald rum. Baltrum heißt auch Dornröschen der Nordsee. Die Insel ist autofrei. Genau das lieben die Urlauber. Britters Spezialität: Tauchen nach Wunsch. Auf Baltrum wird viel geheiratet. Im Sommer vergeht eigentlich kein Wochenende ohne Aufträge für Hochzeitstorten oder Geburtstage. Britta lässt sich für jeden etwas Neues einfallen und experimentiert gerne, auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet. Doch, das ist abwechslungsreich und die Leute freuen sich dann auch immer so, wenn da irgendwie jemand für ihr Kind oder für das Brautpaar was macht. Das macht dann auch Spaß. Britta ist als Konditorin viel rumgekommen. Mittig, das ist auch langweilig. Oder ich mach das so. Ja. Sie hat auch in der Hamburger Kultbäckerei die kleine Konditorei gearbeitet. Diese Zeit hat sie sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel wurde mit der Backstube. Ich war an vielen Stellen gewesen, ja, und da sammeln sich die Ideen. Aber auch selber hier zu Hause, dann fällt einem das ein. Ach, das ist gut, das geht schneller oder das schmeckt besser. Oder andere Leute, die hier plötzlich stehen. Brautpaare, letztes war ein Brautpaar da, haben gefragt, ob ich statt Vanillecreme das mit Sandorn irgendwie andecken können. Die möchten das für ihre Hochzeitstorte haben. Ja, können wir mal ausprobieren. Haben wir das gleich ausprobiert. Schmeckte super. Die Insel-Konditorin stellt alle Backwaren, die es bei ihr zu kaufen gibt, selbst her. Das war schon bei ihrem Vater so. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, das auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Aber es gab auch Phasen, wo ich genervt war vom frühen Aufstehen, am Wochenende arbeiten. Da habe ich dann auch was ganz anderes gemacht. Aber ich bin wieder zurückgekommen in meinen Beruf und ich mache es auch gerne. Ich habe da Spaß dran. Ich sehe, was ich schaffe und freue mich immer, wenn die Gäste Komplimente abgeben. Die können auch gerne Kritiken abgeben. Daraus lerne ich nur. Oder wir. Ja. Ich bin sowieso eher ein Handwerksmensch. Einen Termin hält Britta fast jeden Tag ein. Das Elfürtje ist eine Tradition aus alten Bäckerei-Geiser-Zeiten. Um 11 Uhr traf sich die Familie zur Besprechung. Heute geht's eher um Kaffee und Klönschnack. Hallo Mama. Hallo. Guten Morgen. Wo sitzen wir denn? So, jetzt. Mutter Ursula lebt noch im alten Elternhaus direkt nebenan. Du musst mir da immer zwischenfunken, ne? Ja. Habe ich von dir geerbt. Ja, das stimmt. Hallo. 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 Schön, dass du auch da bist. Bruder Frank bekam eine Mehlstauballergie und musste deshalb die Bäckerei schließen. Aus den alten Geschäftsräumen unten im Haus hat er Ferienwohnungen gemacht. Hat er
Ihr Britta ist eine Konditorin vor dem Herrn mit Herzblut. Ich habe das gemacht. Es war nicht mein Herzblut, aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe auch mal Bankkaufmann gelernt, fand ich nicht toll. Also so, ich bin jetzt eigentlich mit dem zufrieden, so wie ich es jetzt habe. Ich kann wieder am normalen Leben teilnehmen, muss nicht mehr um 2 Uhr aufstehen. Und solche Sachen kommen dazu. Aber für meine Eltern und meine Schwester und meinen Bruder war es, glaube ich, bitter. Ich habe das aber erst so nach und nach gespürt, weil ich immer unter diesem Druck stand. Das war ganz schlimm. Also für mich nicht so wie für meinen Mann. Der hat das nie verkraftet. Der hat immer noch in den letzten Jahren, wie er schon so krank war und die Leute ihn gefragt haben, hat er immer noch gesagt, das könnte ich noch. Ich könnte aufstehen und ich könnte das. Und dann sage ich immer, Mann, du könntest das nicht mehr. Doch, das könnte ich noch. Also der war verrückt damit. Ne? Es tut weh, dass es nicht mehr da ist. Es tut halt, also ich habe immer Pipi in den Augen. Also jetzt könnte ich auch so Tränen bekommen. Es war schon richtig, dass Frank das zugemacht hat, aber ich bin eine, ich wäre eingesprungen, hätte denen geholfen und so weiter. Aber er war damals mit jemand anders verheiratet und die haben ihr Ziel gehabt, ihr Ziel vor Auge gehabt. Und wir konnten da nicht einspringen und so weiter. Es ist wahrscheinlich gut so, wie es gekommen ist, wie es jetzt ist. Wer weiß, was dann passiert wäre, aber ich leide richtig darunter. Auch jetzt noch tut es weh, weil wenn ich mal im Laden bin, die Gäste fragen immer nach der Bäckerei Geiser. Warum, wieso, schade. Britta hat sich etwas Eigenes geschaffen, mit ihren eigenen Ideen. Hallo. 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 Ihr seid ja putzig heute. Das so. Ist ja. Möwenschied. Ja. Ja. Den Namen hast du erfunden, weißt du das noch? Ich hab den erfunden? Ja. Ich dachte, ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen. Ach du, dann nennen die noch Möwenschied. Oh, die sehen doch schietig aus. Irgendwie sowas. Das ist ja klar. Wie bist du Ja. Ich hole eben noch Kaffeesonne rein. Zeichnest du aus, dann. Und. Soll ich dir helfen? Nein, brauchst du nicht. Thomas hilft nachmittags im Laden aus. Er ist eigentlich Einrichtungsberater und hat auch den Laden dekoriert und eingerichtet. Für den letzten Schliff sorgt aber immer Britta. Ah, das ist eine Krankheit, ist das. Und dann denke ich immer, warum machen die beiden das denn nicht? Das geht man doch. Ja, das ist schlimm. Ich finde es immer schöner, wenn es weiter vorne ist und es sieht voll aus. Dann sieht ansprechender aus, aber ich bin auch ein Pingel. So. Unbedingt. So. Du kannst mir noch eben die Tortenscheiben, die liegen hier oben drauf, bitte geben. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis später. Bis später. Baltrum liegt genau in der Mitte der ostfriesischen Inseln zwischen Norderney und Langeoog. Im Sommer sind ständig rund 3000 Übernachtungsgäste da. Auch Britta und Thomas haben 3 Ferienwohnungen. Diesen Sommer sind sie komplett ausgebucht. Das Haus stammt aus dem Jahr 1928. Als sie es von ihren Eltern übernahmen, haben Britta und Thomas es komplett saniert und auf einen 4-Sterne-Standard gebracht. Thomas hat die Möbel von seinem alten Arbeitgeber aus Bochum gekauft. Aber auch die kleinen Details sind ihnen besonders wichtig. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwo hinkommt und Urlaub macht und es sieht alles nett aus und es geht mir ja selber so. Und Thomas ist auch so einer, dass das immer irgendwie gut aussehen soll. So, hier habe ich einen zu viel. Es gibt auch überwiegend Gäste bei uns, die sind für uns schon Freunde, die gehören zur Familie. Wir freuen uns auch richtig auf die. Auch die, die jetzt kommen in diese Wohnung, die mache ich total gerne. Also, da kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, weil ich mich einfach freue. Ja. Wann immer es ihre Arbeit in der Backstube zulässt, nimmt sich Britta kleine Auszeiten.
Wegen ihrer Schwerhörigkeit sind zu viele Geräusche anstrengend für sie. So, bleib mal hier an meiner Seite. Fein. Hier. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, die Schwerhörigkeit. Ich hatte als Kind Mittelohrentzündung gehabt, die waren blutig, daher könnte das sein. Meine Mutter hat einen Skiunfall gehabt, während sie schwanger war mit mir, könnte auch sein. Oder es war einfach von Geburt an, man weiß es nicht. Und da habe ich, glaube ich, in der Schulzeit habe ich jeden Abend geweint, weil ich nicht so mithalten konnte mit den anderen, weil ich in der Schule, ich hatte extra Unterricht gehabt, ich musste immer Hilfe haben. Fieber. Und meine Mutter ist mit mir einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche an Land gefahren, zu einem Logopäden, damit ich das Sprechen lerne. Und scheinbar ist das ganz gut, aber ich habe noch mit der Grammatik große Probleme. Das werde ich auch nicht mehr lernen, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Ich habe auch kein Problem damit, mit meiner Schwerhörigkeit, weil ich damit aufgewachsen bin. Zweimal die Woche besucht Britta das Grab ihres Vaters im Ostdorf der Insel. Er starb vor 2 Jahren nach langer Krankheit. Britta ist froh, dass sie wieder auf der Insel war, als er krank wurde, und sie noch einige Jahre gemeinsam verbringen konnten. Er war für uns Kinder grundsätzlich da, egal was. Also wenn ich, wie ich an Land gearbeitet habe, Wochenende gekommen bin und dann angerufen habe von Dornum, du kannst mich mit dem Boot holen, dann passt das. Der hat alles liegen lassen, der hat uns Kinder immer geholt. Oder mit dem Flugzeug, selbstverständlich. Der war für alle da, immer großzügig, immer hilfsbereit. Ne? Aber er war auch ein harter Mensch. Er ist aber auch sehr hart aufgewachsen, hart erzogen worden. Ja. Das hat alles seine Gründe. Nö. Der fehlt schon bei uns. Oh, Opa Geiser. Sieht wieder ein bisschen gepflegt aus. Der nächste Morgen. Nordrhein-Westfalen hat Ferien. Jetzt im Sommer kommen bis zu 3 Schiffe täglich mit jeweils 1000 Gästen an Bord. Auch Brittas Stammgäste sind dabei. Hallo! Hallo Britta! Schön, dich wiederzusehen nach einem Jahr. Ich freue mich voll! Schön, dass ihr schon so früh gekommen seid. Ja, ja, hat genau. Gepasst. Oh, dann müsst ihr euch mal helfen, eurem Papa helfen hier. Ja. So, wir haben noch einen kleinen Stopp eingelegt. So, morgen noch. Am Hafen, ja. Hi, grüß dich. Grüß euch. Ja, wir mussten unsere traditionelle Jefe-Einheit mit dem Anhang. Die sind aber schon im Bettus. Ja. Kannst du die Hand schon geben? Oh ja, super. Hi. Hallo. Guck mal, ich hab ja sehr gerne. Jetzt in der Hochsaison steht Britta auch nachmittags noch in der Backstube. Das Knusperhuske braucht ständig Nachschub. Und dazu kommen die ganzen Sonderwünsche und Bestellungen der Stammgäste. Immer ganz oben auf der Wunschliste Nussecken. Die Nussecken, das ist auch noch Rezept von meinem Vater, muss ich wieder sagen. Da sind die Leute auch, die Stammgäste, ganz fixiert drauf. Und wenn die abreisen, dann bestellen die mir vorher 15, 20 Stücke, die sie dann mit nach Hause nehmen oder für unterwegs. Fast alles, was es im Knusperhuske gibt, hat Britta selber erfunden. Das Stutenbrot und die Nussecken sind eine Ausnahme,
Ein kleines Andenken an die alte Bäckerei Geiser. Doch die Nussecken müssen jetzt erstmal warten. Nachschub fürs Knusperhuske. Hey, du, grüß dich. Grüß dich, Mensch. Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, vor allem, wenn ich deinen Kuchen esse. Ja, das ist gut. Lecker, das ist der Liam. Hallo. Schöner Morgen. Britta bringt nie zweimal den gleichen Kuchen an einem Tag. Sie backt immer verschiedene Sachen parallel. Das geht auch ein Stück von der Schokolade, ein Stück von der... Ich glaube, das macht der Thomas. Thomas macht das. So, Thomas, du hast mich so fragend angeguckt. Dankeschön nochmal. Ich gucke immer gerne unter. Heute war Britta schon dreimal unterwegs. Auch wenn es das Knusperhuske noch nicht so lange gibt, es hat sich inzwischen bei den Gästen rumgesprochen. Ja, das ist sehr gut. Ja, bringt Geld. Nee, das ist gut. Die Leute freuen sich ja auch, wenn noch ein Kuchen nachkommt. Wenn sie nach Hause gehen müssen ohne Kuchen, ist natürlich ärgerlich. 1,30. Ja, dann wünsche ich dir was. Ne? Ja, ich dir auch. Grüß, grüß Hilde, schön. Ja, also zwei Stück Rhabarberkuchen. Ja. Und zwei Stück von Es ist Sonntag. Heute ist die Konditorei geschlossen. Ein Tag Pause ist wichtig für Britta und Thomas. Die Inselkonditorin nutzt die Zeit für einen Ausritt mit Hund Ziva und ihrem Pferd Turbo. Entspannung pur. Entspannung von dem in der Backstube, von dem zu Hause. Und das ist Entspannung pur und auch ein bisschen Sport. Ja. Gut. Ziva, Leine. Komm her. Über 20 Jahre hat Britta Geiselsteg nicht auf Baltrum gewohnt. Nun ist sie nach Hause gekommen. Sie ist die Inselkonditorin von Baltrum. Ich lebe auf meiner Insel, was ich schon immer wollte, und habe auch einen Traum damit erfüllt, dass wir eine Konditorei sogar wieder aufgebaut haben, dass ich das, was meine Eltern auch aufgebaut haben, dass ich das wieder in die Richtung hingekriegt habe. Darauf bin ich auch ganz stolz. Und dass das läuft, dass das auch gut angenommen wird. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, die Schwerhörigkeit. Ich hatte als Kind Mittelohrentzündung gehabt, die waren blutig, daher könnte das sein. Meine Mutter hat einen Skiunfall gehabt, während sie schwanger war mit mir, könnte auch sein. Oder es war einfach von Geburt an, man weiß es nicht. Und da habe ich, glaube ich, in der Schulzeit habe ich jeden Abend geweint, weil ich nicht so mithalten konnte mit den anderen, weil ich in der Schule, ich hatte extra Unterricht gehabt, ich musste immer Hilfe haben. Und meine Mutter ist mit mir mindestens einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche an Land gefahren zu einem Logopäden, damit ich das Sprechen lerne. Und scheinbar ist das ganz gut, aber ich habe noch mit der Grammatik große Probleme. Das werde ich auch nicht mehr lernen, aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Ich habe auch kein Problem damit mit meiner Schwierigkeit, weil ich damit aufgewachsen bin. Zweimal die Woche besucht Britta das Grab ihres Vaters im Ostdorf der Insel. Er starb vor 2 Jahren nach langer Krankheit. Britta ist froh, dass sie wieder auf der Insel war, als er krank wurde, und sie noch einige Jahre gemeinsam verbringen konnten. Oh.
Er war für uns Kinder grundsätzlich da, egal was. Also wenn ich, wie ich an Land gearbeitet habe, Wochenende gekommen bin und dann angerufen habe von Dornum, du kannst mich mit dem Boot holen, dann passt das. Der hat alles liegen lassen, der hat uns Kinder immer geholt. Oder mit dem Flugzeug, selbstverständlich. Der war für alle da, immer großzügig, immer hilfsbereit. Ne? Aber er war auch ein harter Mensch. Er ist aber auch sehr hart aufgewachsen, hart erzogen worden. Ja, das hat alles seine Gründe. Nö. Der fehlt schon bei uns. So, Opa Geiser. Sieht wieder ein bisschen gepflegt aus. Der nächste Morgen. Nordrhein-Westfalen hat Ferien. Jetzt im Sommer kommen bis zu 3 Schiffe täglich mit jeweils 1000 Gästen an Bord. Auch Brittas Stammgäste sind dabei. Hallo! Hallo, Britta! Schön, dich wieder zu sehen, Raimja. Ich freue mich voll. Schön, dass ihr schon so früh gekommen seid. Ja, ja, hat genau. Gepasst. Oh, dann müsst ihr euch mal helfen, eurem Papa helfen hier. Ja. So, wir haben noch einen kleinen Stopp eingelegt. So, morgen noch am mal. Hafen. Ja. Hi, grüß dich. Grüß euch. Ja, wir mussten unsere traditionelle Jefe-Einheit mit dem Anhang. Die sind aber schon im Wettus. Ja. Kannst du die Hand schon geben? Oh ja, super. Hi. Hallo. Jetzt in der Hochsaison steht Britta auch nachmittags noch in der Backstube. Das Knusperhuske braucht ständig Nachschub. Und dazu kommen die ganzen Sonderwünsche und Bestellungen der Stammgäste. Immer ganz oben auf der Wunschliste Nussecken. Die Nussecken, das ist auch noch Rezept von meinem Vater, muss ich wieder sagen. Da sind die Leute auch, die Stammgäste, ganz fixiert drauf. Und wenn die abreisen, dann bestellen die mir vorher 15, 20 Stücke, die sie dann mit nach Hause nehmen oder für unterwegs. Fast alles, was es im Knusperhuske gibt, hat Britta selber erfunden. Das Stutenbrot und die Nussecken sind eine Ausnahme, ein kleines Andenken an die alte Bäckerei Geiser. Doch die Nussecken müssen jetzt erstmal warten. Nachschub fürs Knusperhuske. So, wie es sein soll. Britta und Thomas haben ihre alten Jobs aufgegeben und ihre eigene und 3 Ferienwohnungen komplett renoviert und dafür einen hohen Kredit aufgenommen. Ich habe es schon ab und an bereut, das gebe ich zu. Aber ich möchte die Natur, das Einfache möchte ich nicht vermissen. Was ich vermisse, ist halt einfach mehr dieses geregelte Leben oder dass wir mehr zusammen sein können. Das ist das, was mich ärgert zum Teil, aber das andere überwiegt, das Positive. Thomas arbeitet inzwischen vormittags in der einzigen Bank auf Baltrum. Ein Stückchen Sicherheit. Eigentlich hat Britta es nicht so mit Brot und Brötchen. In ihrer Konditorei gibt es nur süße Sachen. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn es so klebt und so. Also wenn ich da bei meinem Papa in der Backstube geholfen habe, hat er mich immer in die Ecke geschickt, wo die Teigknetmaschinen waren. Wenn er solche Bottiche
Da muss ich mir das Ei rausholen, das klebt alles. Und das und die Brötchenform und so überhaupt nicht. Aber das ist noch okay. Das mache ich noch gerne. So. Die Backstube im Keller des Hauses haben Britta und Thomas direkt bei der Renovierung mitbauen lassen. Britta hatte schon immer den Traum, ihre eigene Konditorei auf der Insel zu haben. Viele Möbel und Maschinen stammen noch aus der Bäckerei ihres Vaters. Trotzdem ist Britta schon immer ihren eigenen Weg gegangen. Mit 16 Jahren hat sie Baltrum verlassen und die Lehre auf Norderney gemacht. Seitdem hat sie in Hamburg, Hannover, England und sogar Neuseeland gearbeitet, bevor sie zurück auf ihre Insel kam. Inzwischen ist sie 47. Das sieht aber sehr dunkel aus. Ja, aber das ist zu dunkel geworden. Papa würde jetzt meckern. Oh. Aber hier fragen die Leute im Laden auch, möchten lieber was Dunkleres oder es geht immer. Die Rohr ist kein Problem. Schmecken tut's ja genauso. Vor 6 Jahren ergab sich dann die Möglichkeit, einen kleinen Laden auf der Insel zu mieten. Britta nutzte die Chance und konnte sich endlich als Konditorin selbstständig machen. Seitdem backt sie jeden Morgen alles frisch für ihr Knusperhuske, wie sie die Konditorei getauft hat. Britta ist seit ihrer Kindheit schwerhörig und muss Hörgeräte tragen. Deshalb steht sie in der Hauptsaison nicht so gerne selber im Laden. Zu voll und zu hektisch. Die Warenlieferung per Fahrrad von der Backstube in die Konditorei übernimmt sie aber jeden Morgen selbst und schaut im Laden nach dem Rechten. Im Knusperhuske gibt es Torten, Kuchen, Pralinen, Schokolade, Kekse und schönen Schnickschnack. So, das ist mein Traum. Das ist alles, was ich gerne machen wollte und es wird alles so gut angenommen, also hätten wir nicht gedacht. Auch ich habe gedacht, machst du nur ein paar Pralinsorten, machst du so einen Spaß nebenher. Nein, ist es gar nicht so. Die werden echt gut verkauft und angenommen. Und das freut mich. Freut mich sehr. Und wenn ich dann auch mal selber im Laden stehe, in der Vorsaison, dann merke ich das auch, dass die Leute immer wieder Komplimente machen. Das stärkt dann auch wieder. Man hat ja oft den Gedanken, wofür machst du das eigentlich, dieses frühe Aufstehen? Und, aber wenn, dann merkt man das. Nee, ganz toll. Der Sturm hat wieder ein paar Blumen kaputt gemacht. In irgendein Gas war sehr voraussehbar. Hat das zur Seite gestellt. Oder ein Insulaner. Schade. Das kann ich gleich mit nach Hause nehmen. Eigentlich hatten wir noch einen Kübel. Alles weg. Ein Schild haben wir ja auch stehen, ist weg. Alles durch den Sturm. Aber damit müssen wir rechnen, ob bald rum. Baltrum heißt auch Dornröschen der Nordsee. Die Insel ist autofrei. Genau das lieben die Urlauber. Brittas Spezialität? Torten nach Wunsch. Auf Baltrum wird viel geheiratet. Im Sommer vergeht eigentlich kein Wochenende ohne Aufträge für Hochzeitstorten oder Geburtstage.
Britta lässt sich für jeden etwas Neues einfallen und experimentiert gerne, auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet. Doch, das ist abwechslungsreich und die Leute freuen sich dann auch immer so, wenn da irgendwie jemand für ihr Kind oder für das Brautpaar was macht. Das macht dann auch Spaß. Britta ist als Konditorin viel rumgekommen. Mittig, das ist auch langweilig. Oder ich mach das so. Sie hat auch in der Hamburger Kultbäckerei die kleine Konditorei gearbeitet. Diese Zeit hat sie sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel wurde mit der Backstube. Ich war an vielen Stellen gewesen, ja, und da sammeln sich die Ideen. Aber auch selber hier zu Hause, dann fällt einem das ein, ach, das ist gut, das geht schneller oder das schmeckt besser. Oder andere Leute, die hier plötzlich stehen, Brautpaare, letztes war ein Brautpaar da, haben gefragt, ob ich statt Vanillecreme das mit Sandorn irgendwie andecken können. Die möchten das für ihre Hochzeitstorte haben. Ja, können wir mal ausprobieren. Haben wir das gleich ausprobiert. Schmeckte super. Die Inselkonditorin stellt alle Backwaren, die es bei ihr zu kaufen gibt, selbst her. Das war schon bei ihrem Vater so. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, das auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Aber es gab auch Phasen, wo ich genervt war vom frühen Aufstehen, am Wochenende arbeiten. Da habe ich dann auch was ganz anderes gemacht. Aber ich bin wieder zurückgekommen in meinen Beruf und ich mache es auch gerne. Ich habe da Spaß dran. Ich sehe, was ich schaffe und freue mich immer, wenn die Gäste Komplimente abgeben, die können auch gerne Kritiken abgeben. Daraus lerne ich nur. Oder wir. Ja. Ja, ich bin so eher ein Handwerksmensch. Einen Termin hält Britta fast jeden Tag ein. Das Elfürtje ist eine Tradition aus alten Bäckerei-Geiser-Zeiten. Um 11 Uhr traf sich die Familie zur Besprechung. Heute geht's eher um Kaffee und Klönschnack. Hallo Mama. Guten Morgen. Wo sitzen wir denn? So, jetzt. Mutter Ursula lebt noch im alten Elternhaus direkt nebenan. Du musst mir da immer zwischenfunken, ne? Ja, habe ich von dir geerbt. Ja, das stimmt. Hallo. 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 Schön, dass du auch da bist. Bruder Frank bekam eine Mehlstauballergie und musste deshalb die Bäckerei schließen. Aus den alten Geschäftsräumen unten im Haus hat er Ferienwohnungen gemacht. Ihr Britta ist eine Konditorin vor dem Herrn mit Herzblut. Ich habe das gemacht. Es war nicht mein Herzblut, aber ich habe es einfach gemacht. Sie war am anderen Ende der Welt und lebt jetzt auf der kleinsten ostfriesischen Insel ihren Traum. Sie macht Geld mit Möwenschiet. Sie hasst frühes Aufstehen, trotzdem macht sie es jeden Tag. In den Sommermonaten beginnt der Arbeitstag von Britta Geisersteg um 4 Uhr. Morgen ist Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen. Dann wird es so richtig voll auf der Insel. Ja, das bedeutet, dass jetzt Stress angesagt ist, dass viel Arbeit angesagt ist und dass endlich Geld reinkommt. Weil der Winter ist so lang, dann nehmen wir ja nichts ein. Das Schlimme ist halt nur, wenn ich bei NRW-Ferien anfange, dass es auf einmal einen Sprung nach oben macht. Man meint immer, man ist so darauf vorbereitet. Jedes Jahr das Gleiche.
bist geschockt. Auf einmal, puff, macht das dann. Aber so muss das auch sein. Wir leben von den Touristen. Das ist für uns wichtig. Britta ist auf Baltrum geboren. Ihr Vater war 40 Jahre lang der Inselbäcker. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Heute hat die Inselkonditorin besonders viel Arbeit, denn sie macht nicht nur Torten, Kuchen und Pralinen, sondern auch noch 22 Stutenbrote. Das gibt's nur einmal in der Woche. Auf Vorbestellung, donnerstags. Und das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Das hat er mir noch, bevor er verstorben ist, mir noch gezeigt. 1-2 Saisons. Ich habe immer gedacht, das packe ich nie. Er hat sich das immer gewünscht, dass ich das noch lerne und auch für die Gäste mache. Weil die Stammgäste, die die ehemalige Bäckerei Geiser noch kennen, immer danach gefragt haben, Britta, kannst du mal das Brot von deinem Papa noch machen, lernen? Ja. Und jetzt habe ich das so übernommen. Und das wird so gut angenommen, die Leute freuen sich und ja. Im Jahr 2000 musste die alte Bäckerei schließen. Ihr Bruder konnte das Erbe ihres Vaters nicht mehr weiterführen und hat aus den Räumen der Bäckerei Ferienwohnungen gemacht. Ich denke dann intensiv an ihn. Und wenn mir dann auch noch ein Fehler passiert, dann denke ich, oh Papa, wenn du das sehen würdest, du würdest nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist für mich sehr intensiv immer noch. Die Inselkonditorin hat sich im Keller ihres Wohnhauses eine neue Backstube eingerichtet. Sie musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Eine Erdbeer-Mascarpone-Schnitte mache ich heute. Und dann muss ich Erdbeeren schnippeln. Ja. Wollen die Leute ja auch, wenn Erdbeerzeit ist. Aber die sehen dieses Jahr nicht so gut aus, die Erdbeeren. Ja. Britta hat viele Jahre auf dem Festland gelebt und ist erst 2008 zurück auf die Insel gekommen. Da gab es die Bäckerei ihres Vaters schon nicht mehr. Baltrum ist die kleinste der 7 ostfriesischen Inseln. Gerade mal 500 Menschen leben hier. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens, oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nicht. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt. Und dadurch, dass ich früh aufstehe und auch früh ins Bett gehe, Thomas ist eher so ein Nachtmensch. Er geht auch gerne weg, auch sehr gerne unter Leuten, unter Menschen. Ich weniger. Ich genieße die Ruhe. Und, aber damit leben wir. Man muss sich ja nicht immer umgucken und jeden Morgen, wenn ich hier auf die Terrasse gehe zum Frühstücken, dann denke ich, alles ist genau. Ich habe mal Bankkaufmann gelernt, fand ich nicht toll. Also so, ich bin jetzt eigentlich mit dem zufrieden, so wie ich es jetzt habe. Ich kann wieder am normalen Leben teilnehmen, muss nicht mehr um 2 Uhr aufstehen und solche Sachen kommen dazu. Aber für meine Eltern und meine Schwester und meinen Bruder war es, glaube ich, bitter. Ich habe das aber erst so nach und nach gespürt, weil ich immer unter diesem Druck stand. Das war ganz schlimm. Also für mich nicht so wie für meinen Mann. Der hat das nie verkraftet. Der hat immer noch in den letzten Jahren, wie er schon so krank war und die Leute ihn gefragt haben, hat er immer noch gesagt, das könnte ich noch. Ich könnte aufstehen und ich könnte das. Und dann sage ich immer, Mann, du könntest das nicht mehr. Doch, das könnte ich noch. Also der war verrückt damit. Ne? Es tut weh, dass es nicht mehr da ist. Es tut halt, also ich habe immer Pipi in den Augen. Also jetzt könnte ich auch so Tränen bekommen. Es war schon richtig, dass Frank das zugemacht hat, aber ich wäre eingesprungen, hätte denen geholfen und so weiter. Aber er war damals mit jemand anders verheiratet und die haben ihr Ziel gehabt, ihr Ziel vor Auge gehabt. Und wir konnten da nicht einspringen und so weiter. Es ist wahrscheinlich gut so, wie es gekommen ist, wie es jetzt ist.
Wer weiß, was dann passiert wäre, aber ich leide richtig darunter. Auch jetzt noch tut es weh, weil wenn ich mal im Laden bin, die Gäste fragen immer nach der Bäckerei Geiser. Warum, wieso, schade. Britta hat sich etwas Eigenes geschaffen, mit ihren eigenen Ideen. Hallo. 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 Ja. Ihr seid ja putzig heute. Das so. Möwenschied. Ja. Ja. Den Namen hast du erfunden, weißt du das noch? Ich hab den erfunden? Ja. Ich dachte, ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen. Ach du, dann nennen die noch Möwenschied. Oh, die sehen doch schietig aus. Irgendwie sowas. Das ist ja klar. Wie bist du hast. Ja. Ich hole eben noch Kaffeesonne rein. Zeichnest du aus, dann. Und. Soll ich dir helfen? Nein, brauchst du nicht. Thomas hilft nachmittags im Laden aus. Er ist eigentlich Einrichtungsberater und hat auch den Laden dekoriert und eingerichtet. Für den letzten Schliff sorgt aber immer Britta. Ah, das ist eine Krankheit, ist das. Und dann denke ich immer, warum machen die beiden das denn nicht? Das geht man doch. Ja, das ist schlimm. Ich finde es immer schöner, wenn es weiter vorne ist und es sieht voll aus. Dann sieht ansprechender aus. Aber ich bin auch ein Pingel. So. Unbedingt. So. Du kannst mir noch eben die Tortenscheiben, die liegen hier oben drauf, bitte geben. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis später. Bis später. Baltrum liegt genau in der Mitte der ostfriesischen Inseln zwischen Norderney und Langeoog. Im Sommer sind ständig rund 3000 Übernachtungsgäste da. Auch Britta und Thomas haben 3 Ferienwohnungen. Diesen Sommer sind sie komplett ausgebucht. Das Haus stammt aus dem Jahr 1928. Als sie es von ihren Eltern übernahmen, haben Britta und Thomas es komplett saniert und auf einen 4-Sterne-Standard gebracht. Thomas hat die Möbel von seinem alten Arbeitgeber aus Bochum gekauft. Aber auch die kleinen Details sind ihnen besonders wichtig. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwo hinkommt und Urlaub macht und es sieht alles nett aus. Und es geht mir ja selber so. Und Thomas ist auch so einer, dass das immer irgendwie gut aussehen soll. So, hier habe ich einen zu viel. Es gibt auch überwiegend Gäste bei uns, die sind für uns schon Freunde, die gehören zur Familie. Wir freuen uns auch richtig auf die. Auch die, die jetzt kommen in diese Wohnung, die mache ich total gerne. Also, da kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut, weil ich mich einfach freue. Ja. Wann immer es ihre Arbeit in der Backstube zulässt, nimmt sich Britta kleine Auszeiten. Wegen ihrer Schwerhörigkeit sind zu viele Geräusche anstrengend für sie. So, bleib mal hier an meiner Seite. Fein. Hier. Sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel wurde mit der Backstube. Ich war an vielen Stellen gewesen, ja, und da sammeln sich die Ideen. Aber auch selber hier zu Hause, dann fällt einem das ein, ach, das ist gut, das geht schneller oder das schmeckt besser. Oder andere Leute, die hier plötzlich stehen, Brautpaare, letztes war ein Brautpaar da, haben gefragt, ob ich statt Vanillecreme das mit Sanddorn irgendwie andecken können. Die möchten das für ihre Hochzeitstorte haben. Ja, können wir mal ausprobieren. Haben wir das gleich ausprobiert. Schmeckte super. Die Inselkonditorin stellt alle Backwaren, die es bei ihr zu kaufen gibt, selbst her. Das war schon bei ihrem Vater so. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, das auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Aber es gab auch Phasen,
wo ich genervt war vom frühen Aufstehen, am Wochenende arbeiten. Da habe ich dann auch was ganz anderes gemacht. Aber ich bin wieder zurückgekommen in meinen Beruf und ich mache es auch gerne. Ich habe da Spaß dran. Ich sehe, was ich schaffe und freue mich immer, wenn die Gäste Komplimente abgeben. Die können auch gerne Kritiken abgeben. Daraus lerne ich nur. Oder wir. Ja. Ich bin Dudu, eher ein Handwerksmensch. Einen Termin hält Britta fast jeden Tag ein. Das Elfürtje ist eine Tradition aus alten Bäckerei-Geiser-Zeiten. Um 11 Uhr traf sich die Familie zur Besprechung. Heute geht's eher um Kaffee und Klönschnack. Hallo Mama. Guten Morgen. Wo sitzen wir denn? So, jetzt. Mutter Ursula lebt noch im alten Elternhaus direkt nebenan. Du musst mir da immer zwischenfunken, ne? Ja. Habe ich von dir geerbt. Ja, das stimmt. Hallo. 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 Schön, dass du auch da bist, Mensch. Bruder Frank bekam eine Mehlstauballergie und musste deshalb die Bäckerei schließen. Aus den alten Geschäftsräumen unten im Haus hat er Ferienwohnungen gemacht. Ihr Britta ist eine Konditorin vor dem Herrn mit Herzblut. Ich habe das gemacht. Es war nicht mein Herzblut, aber ich habe es einfach gemacht. Ich habe auch mal Bankkaufmann gelernt, fand ich nicht toll. Also so, ich bin jetzt eigentlich mit dem zufrieden, so wie ich es jetzt habe. Ich kann wieder am normalen Leben teilnehmen, muss nicht mehr um 2 Uhr aufstehen. Und solche Sachen kommen dazu. Aber für meine Eltern und meine Schwester und meinen Bruder war es, glaube ich, bitter. Ich habe das aber erst so nach und nach gespürt, weil ich immer unter diesem Druck stand. Er war für uns Kinder grundsätzlich da, egal was. Also wenn ich, wie ich an Land gearbeitet habe, Wochenende gekommen bin und dann angerufen habe von Dorn und Du, kannst mich mit dem Boot holen, dann passt das. Der hat alles liegen lassen, der hat uns Kinder immer geholt. Oder mit dem Flugzeug, selbstverständlich. Der war für alle da, immer großzügig, immer hilfsbereit. Ne? Aber er war auch ein harter Mensch. Er ist aber auch sehr hart aufgewachsen, hart erzogen worden. Ja, das hat alles seine Gründe. Nö. Der fehlt schon bei uns. So, Opa Geiser. Sieht wieder ein bisschen gepflegt aus. Der nächste Morgen. Nordrhein-Westfalen hat Ferien. Jetzt im Sommer kommen bis zu 3 Schiffe täglich mit jeweils 1000 Gästen an Bord. Auch Brittas Stammgäste sind dabei. Hallo! Hallo Britta! Schön, dich wiederzusehen, Raimja. Ich freue mich voll! Schön, dass ihr schon so früh gekommen seid. Ja, ja, hat genau. Gut gepasst. Oh, dann müsst ihr euch mal helfen, eurem Papa helfen hier. Ja. So, wir haben noch einen kleinen Stopp eingelegt. So, morgen noch am mal. Hafen. Ne? Hi, grüß dich. Grüß euch. Ja, wir mussten unsere traditionelle Jefe-Einheit mit dem Anhang. Die sind aber schon im Bettus. Ja. Kannst du die Handschuhe geben? Oh ja, super. Hi. Hallo. Guck mal, ich hab ja auch sehr gerne. Ich muss was sehen. Ja, komm, schon wieder. Jetzt in der Hochsaison steht Britta auch nachmittags noch in der Backstube. Das Knusperhuske braucht ständig Nachschub. Und dazu kommen die ganzen Sonderwünsche und Bestellungen der Stammgäste. Immer ganz oben auf der Wunschliste Nussecken. Die Nussecken, das ist auch noch Rezept von meinem Vater, muss ich wieder sagen. Da sind die Leute auch, die Stammgäste, ganz fixiert drauf. Und wenn die abreisen, dann bestellen die mir. Auf Baltrum wird viel geheiratet.
Im Sommer vergeht eigentlich kein Wochenende ohne Aufträge für Hochzeitstorten oder Geburtstage. Britta lässt sich für jeden etwas Neues einfallen und experimentiert gerne, auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet. Doch, das ist abwechslungsreich und die Leute freuen sich dann auch immer so, wenn da irgendwie jemand für ihr Kind oder für das Brautpaar was macht. Das macht dann auch Spaß. Britta ist als Konditorin viel rumgekommen. Mittig, das ist auch langweilig. Oder ich mach das so. Sie hat auch in der Hamburger Kultbäckerei die kleine Konditorei gearbeitet. Diese Zeit hat sie sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel wurde mit der Backstube. Ich war an vielen Stellen gewesen, ja, und da sammeln sich die Ideen. Aber auch selber hier zu Hause, dann fällt einem das ein, ach, das ist gut, das geht schneller oder das schmeckt besser. Oder andere Leute, die hier plötzlich stehen, Brautpaare, letztes war ein Brautpaar da, haben gefragt, ob ich statt Vanillecreme das mit Sandorn irgendwie andecken können. Die möchten das für ihre Hochzeitstorte haben. Ja, können wir mal ausprobieren. Haben wir das gleich ausprobiert. Schmeckte super. Die Insel-Konditorin stellt alle Backwaren, die es bei ihr zu kaufen gibt, selbst her. Das war schon bei ihrem Vater so. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, das auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Aber es gab auch Phasen, wo ich genervt war vom frühen Aufstehen, am Wochenende arbeiten. Da habe ich dann auch was ganz anderes gemacht. Aber ich bin wieder zurückgekommen in meinen Beruf und ich mache es auch gerne. Ich habe da Spaß dran. Ich sehe, was ich schaffe und freue mich immer, wenn die Gäste Komplimente abgeben. Die können auch gerne Kritiken abgeben. Daraus lerne ich nur. Oder wir. Ja. Eigentlich dieses frühe Aufstehen. Und, aber wenn, dann merkt man das. Nee, ganz toll. Der Sturm hat wieder ein paar Blumen kaputt gemacht. In irgendein Gas war sehr voraussehbar, hat das zur Seite gestellt. Oder ein Insulaner. Schade, das kann ich gleich mit nach Hause nehmen. Eigentlich hatten wir noch einen Kübel, alles weg. Ein Schild haben wir ja auch stehen, ist weg. Alles durch den Sturm. Aber damit müssen wir rechnen, ob bald rum. Baltrum heißt auch Dornröschen der Nordsee. Die Insel ist autofrei. Genau das lieben die Urlauber. Brittas Spezialität: Torten nach Wunsch. Auf Baltrum wird viel geheiratet. Im Sommer vergeht eigentlich kein Wochenende ohne Aufträge für Hochzeitstorten oder Geburtstage. Britta lässt sich für jeden etwas Neues einfallen und experimentiert gerne, auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet.
Doch, das ist abwechslungsreich und die Leute freuen sich dann auch immer so, wenn da irgendwie jemand für ihr Kind oder für das Brautpaar was macht. Das macht dann auch Spaß. Britta ist als Konditorin viel rumgekommen. Mittig, das ist auch langweilig. Oder ich mach das so. Sie hat auch in der Hamburger Kultbäckerei die kleine Konditorei gearbeitet. Diese Zeit hat sie sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel. Brittas Spezialität? Torten nach Wunsch. Auf Baltrum wird viel geheiratet. Im Sommer vergeht eigentlich kein Wochenende ohne Aufträge für Hochzeitstorten oder Geburtstage. Britta lässt sich für jeden etwas Neues einfallen und experimentiert gerne, auch wenn das zusätzliche Arbeit bedeutet. Doch, das ist abwechslungsreich und die Leute freuen sich dann auch immer so, wenn da irgendwie jemand für ihr Kind oder für das Brautpaar was macht. Das macht dann auch Spaß. Britta ist als Konditorin viel rumgekommen. Mittig, das ist auch langweilig. Oder ich mach das so. Sie hat auch in der Hamburger Kultbäckerei die kleine Konditorei gearbeitet. Diese Zeit hat sie sehr geprägt, sagt sie. Aber auch Verkäuferin in einem Modegeschäft war sie schon, als es ihr mal zu viel wurde mit der Backstube. Ich war an vielen Stellen gewesen, ja, und da sammeln sich die Ideen. Aber auch selber hier zu Hause, dann fällt einem das ein, ach, das ist gut, das geht schneller oder das schmeckt besser. Oder andere Leute, die hier plötzlich stehen, Brautpaare, letztes war ein Brautpaar da, haben gefragt, ob ich statt Vanillecreme das mit Sanddorn irgendwie andecken können. Die möchten das für ihre Hochzeitstorte haben. Ja, können wir mal ausprobieren. Haben wir das gleich ausprobiert. Schmeckte super. Die Inselkonditorin stellt alle Backwaren, die es bei ihr zu kaufen gibt, selbst her. Das war schon bei ihrem Vater so. Das ist mir in die Wiege gelegt worden, das auf jeden Fall. Das habe ich eigentlich schon immer gerne gemacht. Aber es gab auch Phasen, wo ich genervt war vom frühen Aufstehen, am Wochenende arbeiten. Da habe ich dann auch was ganz anderes gemacht. Aber ich bin wieder zurückgekommen in meinen Beruf und ich mache es auch gerne. Ich habe da Spaß dran. Ich sehe, was ich schaffe und freue mich. Das so. Ende. Möwenschied. Ja. Ja. Den Namen hast du erfunden, weißt du das noch? Ich hab den erfunden? Ja. Ich dachte, ich weiß gar nicht, wie wir die nennen sollen. Ach du, doch nenn die doch Möwenschied. Oh, die sehen doch schietig aus. Irgendwie sowas. Das war klar. Typisch Thomas. Ja. Ich hole eben noch Kaffeesonne rein. Zeichnest du aus, dann. Und. Soll ich dir helfen? Nein, brauchst du nicht. Thomas hilft nachmittags im Laden aus. Er ist eigentlich Einrichtungsberater und hat auch den Laden dekoriert und eingerichtet. Für den letzten Schliff sorgt aber immer Britta. Ah, das ist eine Krankheit, ist das. Und dann denke ich immer, warum machen die beiden das denn nicht? Das geht man doch. Ja, das ist schlimm. Ich finde es immer schöner, wenn es weiter vorne ist und es sieht voll aus. Dann sieht ansprechender aus. Aber ich bin auch ein Pingel. So.
Unbedingt. So. Du kannst mir noch eben die Tortenscheiben, die liegen hier oben drauf, bitte geben. Bitteschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis später. Bis später. Baltrum liegt genau in der Mitte der ostfriesischen Inseln zwischen Norderney und Langeoog. Im Sommer sind ständig rund 3000 Übernachtungsgäste da. Auch Britta und Thomas haben 3 Ferienwohnungen. Diesen Sommer sind sie komplett ausgebucht. Das Haus stammt aus dem Jahr 1928. Als sie es von ihren Eltern übernahmen, haben Britta und Thomas es komplett saniert und auf einen 4-Sterne-Standard gebracht. Thomas hat die Möbel von seinem alten Arbeitgeber aus Bochum gekauft. Aber auch die kleinen Details sind ihnen besonders wichtig. Ich finde es auch immer schön, wenn man irgendwo hinkommt und Urlaub macht und es sieht alles nett aus. Und es geht mir ja selber so. Und Thomas ist auch so einer, dass das immer irgendwie gut aussehen soll. So, hier habe ich einen zu viel. Es gibt auch überwiegend Gäste bei uns, die sind für uns schon Freunde, die gehören zur Familie. Wir freuen uns auch riesig auf die. Auch die, die jetzt kommen in diese Wohnung, die mache ich total gerne. Also, ja, es geht immer. Die Rohr ist kein Problem. Schmecken tut es ja genauso. Vor 6 Jahren ergab sich dann die Möglichkeit, einen kleinen Laden auf der Insel zu mieten. Britta nutzte die Chance und konnte sich endlich als Konditorin selbstständig machen. Seitdem backt sie jeden Morgen alles frisch für ihr Knusperhuske, wie sie die Konditorei getauft hat. Britta ist seit ihrer Kindheit schwerhörig und muss Hörgeräte tragen. Deshalb steht sie in der Hauptsaison nicht so gerne selber im Laden. Zu voll und zu hektisch. Die Warenlieferung per Fahrrad von der Backstube in die Konditorei übernimmt sie aber jeden Morgen selbst und schaut im Laden nach dem Rechten. Im Knusperhuske gibt es Torten, Kuchen, Pralinen, Schokolade, Kekse und schönen Schnickschnack. So, das ist mein Traum. Das ist alles, was ich gerne machen wollte und es wird alles so gut angenommen, also hätten wir nicht gedacht. Auch ich habe gedacht, machst du nur ein paar Pralinensorten, machst du so einen Spaß nebenher. Nein, ist es gar nicht so. Die werden echt gut verkauft und angenommen. Und das freut mich. Freut mich sehr. Und wenn ich dann auch mal selber im Laden stehe, in der Vorsaison, dann merke ich das auch, dass die Leute immer wieder Komplimente machen. Und das stärkt dann auch wieder. Man hat ja oft den Gedanken, wofür machst du das eigentlich, dieses frühe Aufstehen? Und, aber wenn, dann merkt man das. Nee, ganz toll. Der Sturm hat wieder ein paar Blumen kaputt gemacht. In irgendein Gas war sehr voraussehbar. Hat das zur Seite gestellt. Oder ein Insulaner. Schade. Das kann ich gleich mit nach Hause nehmen. Eigentlich hatten wir noch einen Kübel. Ist alles weg. Ein Schild haben wir ja auch stehen, ist weg. Alles durch den Sturm. Aber damit müssen wir rechnen auf Baltrum. Baltrum heißt auch Dornröschen der Nordsee. Die Insel ist autofrei. Genau das lieben die Urlauber. Noch, bevor er verstorben ist, mir noch gezeigt, 1-2 Saisons.
Ich habe immer gedacht, das packe ich nie. Er hat sich das immer gewünscht, dass ich das noch lerne und auch für die Gäste mache. Weil die Stammgäste, die die ehemalige Bäckerei Geiser noch kennen, immer danach gefragt haben, Britta, kannst du mal das Brot von deinem Papa noch machen, lernen? Ja. Und jetzt habe ich das so übernommen. Und das wird so gut angenommen. Die Leute freuen sich und ja. Im Jahr 2000 musste die alte Bäckerei schließen. Ihr Bruder konnte das Erbe ihres Vaters nicht mehr weiterführen und hat aus den Räumen der Bäckerei Ferienwohnungen gemacht. Ich denke dann intensiv an ihn. Und wenn mir dann auch noch ein Fehler passiert, dann denke ich, oh Papa, wenn du das sehen würdest, du würdest nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist für mich sehr intensiv immer noch. Die Inselkonditorin hat sich im Keller ihres Wohnhauses eine neue Backstube eingerichtet. Sie musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Eine Erdbeer-Mascarpone-Schnitte mache ich heute. Und dann muss ich Erdbeeren schnippeln. Ja. Wollen die Leute ja auch, wenn Erdbeerzeit ist. Aber die sehen dieses Jahr nicht so gut aus, die Erdbeeren. Ja. Britta hat viele Jahre auf dem Festland gelebt und ist erst 2008 zurück auf die Insel gekommen. Da gab es die Bäckerei ihres Vaters schon nicht mehr. Baltrum ist die kleinste der sieben ostfriesischen Inseln. Gerade mal 500 Menschen leben hier. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens, oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nee. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt. Und dadurch, dass ich früh aufstehe und auch früh ins Bett gehe, Thomas ist eher so ein Nachtmensch. Er geht auch gerne weg, auch sehr gerne unter Leuten, unter Menschen. Ich weniger, ich genieße die Ruhe. Und, aber damit leben wir. Man muss sich ja nicht nur umgucken und jeden Morgen, wenn ich hier auf die Terrasse gehe zum Frühstücken, dann denke ich, alles ist genau so, wie es sein soll. Sie war am anderen Ende der Welt und lebt jetzt auf der kleinsten ostfriesischen Insel ihren Traum. Sie macht Geld mit Möwencheat. Sie hasst frühes Aufstehen, trotzdem macht sie es jeden Tag. In den Sommermonaten beginnt der Arbeitstag von Britta Geisersteg um 4 Uhr. Morgen ist Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen. Dann wird es so richtig voll auf der Insel. Ja, das bedeutet, dass jetzt Stress angesagt ist, dass viel Arbeit angesagt ist und dass endlich Geld reinkommt. Weil der Winter ist so lang, dann nehmen wir ja nichts ein. Das Schlimme ist halt nur, wenn ich bei den NRW-Ferien anfange, dass es auf einmal einen Sprung nach oben macht. Man meint immer, man ist so darauf vorbereitet. Jedes Jahr das Gleiche. Du bist geschockt, auf einmal, puff, macht das dann. Aber so muss das auch sein, wir leben von den Touristen. Das ist für uns wichtig. Britta ist auf Baltrum geboren. Ihr Vater war 40 Jahre lang der Inselbäcker. Vor 2 Jahren ist er gestorben. Heute hat die Inselkonditorin besonders viel Arbeit, denn sie macht nicht nur Torten, Kuchen und Pralinen, sondern auch noch 22 Stutenbrote. Es gibt's nur einmal in der Woche. Auf Vorbestellung donnerstags. Und das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Das hat er mir noch, bevor er
verstorben ist, mir noch gezeigt, ein, zwei Saisons. Ich habe immer gedacht, das packe ich nie. Er hat sich das immer gewünscht, dass ich das noch lerne und auch für die Gäste machen, weil die Stammgäste, die die ehemalige Bäckerei Geiser noch kennen, immer danach gefragt haben, Britta, kannst du mal das Brot von deinem Papa noch machen, lernen? Ja. Und jetzt habe ich das so übernommen. Und das wird so gut angenommen, die Leute freuen sich und ja. Im Jahr 2000 musste die alte Bäckerei schließen. Ihr Bruder konnte das Erbe ihres Vaters nicht mehr weiterführen und hat aus den Räumen der Bäckerei Ferienwohnungen gemacht. Ich denke dann intensiv an ihn. Und wenn mir dann auch noch ein Fehler passiert, dann denke ich, oh Papa, wenn du das sehen würdest, du würdest nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist für mich sehr intensiv immer noch. Die Inselkonditorin hat sich im Keller ihres Wohnhauses. Baltrum ist die kleinste der sieben ostfriesischen Inseln. Gerade mal 500 Menschen leben hier. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nee. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt. Und dadurch, dass ich früh aufstehe und auch früh ins Bett gehe, Thomas ist eher so ein Nachtmensch. Er geht auch gerne weg, auch sehr gerne unter Leuten, unter Menschen. Ich weniger. Ich genieße die Ruhe. Und, aber damit leben wir. Man muss sich ja nicht mehr umgucken und jeden Morgen, wenn ich hier auf die Terrasse gehe zum Frühstücken, dann denke ich, alles ist genau so, wie es sein soll. Britta und Thomas haben ihre alten Jobs aufgegeben und ihre eigene und drei Ferienwohnungen komplett renoviert und dafür einen hohen Kredit aufgenommen. Ich habe es schon ab und an bereut, das gebe ich zu. Aber ich möchte die Natur, das Einfache möchte ich nicht vermissen. Was ich vermisse, ist halt einfach mehr dieses geregelte Leben oder dass wir mehr zusammen sein können. Das ist das, was mich ärgert zum Teil, aber das andere überwiegt, das Positive. Thomas arbeitet inzwischen vormittags in der einzigen Bank auf Baltrum. Ein Stückchen Sicherheit. Eigentlich hat Britta es nicht so mit Brot und Brötchen. In ihrer Konditorei gibt es nur süße Sachen. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn es so klebt und so. Also wenn ich da bei meinem Papa in der Backstube geholfen habe, hat er mich immer in die Ecke geschickt, wo die Teigknetmaschinen waren. Und wenn er solche Bottiche, dann muss ich mir das Teig rausholen. Das klebt alles. Und die Brötchenform und so, überhaupt nicht. Aber das ist noch okay. Das mache ich noch gerne. So. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nicht. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt. Und dadurch, dass ich früh aufstehe und auch früh ins Bett gehe, Thomas ist eher so ein Nachtmensch, er geht auch gerne weg, auch sehr gerne unter Leuten, unter Menschen, ich weniger, ich genieße die Ruhe, und, aber damit leben wir. Man muss sich ja nicht mehr umgucken und jeden Morgen, wenn ich hier auf die Terrasse gehe zum Frühstücken, dann denke ich, alles ist genau so, wie es sein soll.
Britta und Thomas haben ihre alten Jobs aufgegeben und ihre eigene und drei Ferienwohnungen komplett renoviert und dafür einen hohen Kredit aufgenommen. Ich habe es schon ab und an bereut, das gebe ich zu. Aber ich möchte die Natur, das Einfache möchte ich nicht vermissen. Was ich vermisse, ist halt einfach mehr dieses geregelte Leben oder dass wir mehr zusammen sein können. Das ist das, was mich ärgert zum Teil, aber das andere überwiegt, das Positive. Thomas arbeitet inzwischen vormittags in der einzigen Bank auf Baltrum. Ein Stückchen Sicherheit. Eigentlich hat Britta es nicht so mit Brot und Brötchen. In ihrer Konditorei gibt es nur süße Sachen. Ich weiß es nicht. Ich mag es nicht, wenn es so klebt und so. Also wenn ich da bei meinem Papa in der Backstube geholfen habe, hat er mich immer in die Ecke geschickt, wo die Teigknetmaschinen waren. Und wenn er solche Bottiche, dann muss ich mir das Teig rausholen. Das klebt alles. Und die Brötchenform und so, überhaupt nicht. Aber das ist noch okay. Das mache ich noch gerne. So. Die Backstube im Keller des Hauses haben Britta und Thomas direkt bei der Renovierung mitbauen lassen. Britta hatte schon immer den Traum, ihre eigene Konditorei auf der Insel zu haben. Viele Möbel und Maschinen stammen noch aus der Bäckerei ihres Vaters. Trotzdem, heute hat die Inselkonditorin besonders viel Arbeit, denn sie macht nicht nur Torten, Kuchen und Pralinen, sondern auch noch 22 Stutenbrote. Es gibt's nur einmal in der Woche, auf Vorbestellung, donnerstags. Und das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Das hat er mir noch, bevor er verstorben ist, mir noch gezeigt. Ein, zwei Saisons. Ich habe immer gedacht, das packe ich nie. Er hat sich das immer gewünscht, dass ich das noch lerne und auch für die Gäste mache. Weil die Stammgäste, die die ehemalige Bäckerei Geiser noch kennen, immer danach gefragt haben, Britta, kannst du mal das Brot von deinem Papa noch machen, lernen? Ja. Und jetzt habe ich das so übernommen. Und das wird so gut angenommen. Die Leute freuen sich und ja. Im Jahr 2000 musste die alte Bäckerei schließen. Ihr Bruder konnte das Erbe ihres Vaters nicht mehr weiterführen und hat aus den Räumen der Bäckerei Ferienwohnungen gemacht. Ich denke dann intensiv an ihn. Und wenn mir dann auch noch ein Fehler passiert, dann denke ich, oh Papa, wenn du das sehen würdest, du würdest nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist für mich sehr intensiv immer noch. Die Inselkonditorin hat sich im Keller ihres Wohnhauses eine neue Backstube eingerichtet. Sie musste noch einmal ganz von vorne anfangen. Eine Erdbeer-Mascarpone-Schnitte mache ich heute. Nun, dann muss ich Erdbeeren schnippeln. Ja. Wollen die Leute ja auch, wenn Erdbeerzeit ist. Aber die sehen dieses Jahr nicht so gut aus, die Erdbeeren. Ja. Britta hat viele Jahre auf dem Festland gelebt und ist erst 2008 zurück auf die Insel gekommen. Da gab es die Bäckerei ihres Vaters schon nicht mehr. Baltrum ist die kleinste der sieben ostfriesischen Inseln. Gerade mal 500 Menschen leben hier. Britta und ihr Mann Thomas sind aus Bochum auf die Insel gekommen, nachdem sie ein kleines Haus von Brittas Eltern geerbt haben. Thomas ist kein Insulaner, war aber seit seiner Kindheit jedes Jahr auf Baltrum. Mit ihrer Mutter und mit Jens oder was? Nee, Jens war bei Ulf. Seit sie hier wohnen, wird ihr Leben von den Touristen bestimmt. Nee. Für Privatleben ist wenig. Das ist im Winter natürlich mehr. Aber so jetzt in der Hauptsaison oder gut ab Ostern eigentlich ist es total eingeschränkt.